Hallihallo Leute, willkommen mitten in einer Tragödie. Beziehungsweise einem schweren Schlag für unseren Freundchen Pascal. Weil sein Dorf wurde im letzten Part von seinen eigenen Leuten angegriffen. Oder zumindest ein Teil seiner Leute. Die sind durchgedreht und haben diese, wie soll ich sagen, dieses aufgerissene Gesicht bekommen, wie die Maschinen aktuell im Vergnügungspark und auch die Maschinen, die unser Widerstandslager angegriffen haben und haben die Maschinen in Pascals Dorf aufgefressen. Pascal hat es geschafft, mit den Kindern zu fliehen. Wir konnten leider keinen mehr retten und jetzt sollen wir ihn hier bei der Fabrik treffen. Die Kiste ist zu. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier mit Pascal machen werden. Ich meine, die Fabrik ist groß, aber da sind ja auch Maschinen drin gewesen. Ich kann mich an Fanatiker erinnern, die uns umbringen wollten und sich selber umgebracht haben. Von daher sind wir hier mit den Kindern. So what exactly happened? I don't know. Some of the villagers just started to feed on each other. If you had come along, I'm sure we would have met the same grim fate. Thank you. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Alles ist gut jetzt. Ihre Körper werden nicht besser. Du bist sicher. Was bedeutet sterben eigentlich? Wir haben doch gar nichts Böses getan. Oh. Die haben jetzt natürlich die... Oh. Hört euch das... Wir sind jetzt so traurig und hinterfragen jetzt natürlich, was das Sterben bedeutet und haben jetzt natürlich Angst. Beziehungsweise... Ja. Oh. Wir leben doch nur... Oh. Nein! Schaut euch mal die ganzen Kinder an. Wie die jetzt aus Angst zusammengebrochen sind. Manche haben auch schon aufgegeben. Oder manche können es hier gar nicht fassen. Nicht kämpfen wollen. Weißt, da wurde dem beigebracht, nicht zu kämpfen, nichts zu machen und dann werden ihre ganzen, Wertvorstellungen, die Pascal denen jetzt so liebevoll beigebracht hat, jetzt wird einfach von ihren eigenen Leuten zerstört. Das ist grausam. Und Pascal? Query. We understand that machine lifeforms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot regenerate our cores. Cores contain the data which forms our subconsciousness. If one is destroyed, there is no way to restore it. We usually store our cores in safe places. But this time, the villagers had their cores destroyed as well as their bodies. I see. Das heißt, es war schon fast ein gezielter Angriff. Ist diese Fabrik sicher? So is this factory safe? It was once occupied by a cadre of fellow daran erinnern wir uns. However, 2B took care of that threat. It is quite safe now. We've been using it for storage for some time. All right. Und was machen wir jetzt? So, we're gonna hole up here. I wish we had more info to work with. Proposal. Unit A2 should secure the safety of Pascal and the children immediately. What's the hurry? Haste is predicated on data obtained from the recently restored cross-regional pod network. Wait, there's more of you? Affirmative. Cross-regional data reveals a large number of machine lifeforms amassing around these ruins. Was? What? Pascal! Gott. Oh, ihr verschwindet hier aber ganz schön schnell. Infiltrating the facility. I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you! I will smash them up and kill them!
Was? Pascal ist sogar bereit, seine Wertvorstellungen wegzuschmeißen. Also, doch, kann ich sogar noch machen. Da werden die Maschinen jetzt nichts zu lachen haben. Oh, okay. Okay, ist Laser wirklich praktischer. So. Nope. So, du Freundchen. Okay, Pascal, ich gebe dir so viel Zeit, wie ich dir verschaffen kann. So. Okay. Na, fuck. Legt mich gerade hier ein bisschen auf. So, mal schauen, ob ich 2 Sekunden bekomme. Panzer der Goliath-Klasse. Achso, okay. Sorry, aber nett mit mir, Freundchen. So. Was ist jetzt so? Ich kann mich nicht heilen. Wow, wow, oh, Scheiße. Was? Pascal hat sich in den Engels gehackt, oder wie? Ja, Pazifisten darf man nicht unterschätzen. Die wissen meistens, was es bedeutet, wirklich zu kämpfen und... Also kann ich hier Pascal steuern. Das ist traurig, sowas von Pascal zu hören. So, damit kann ich ja mehrere weiter weg schneller erwischen. So wie diese fliegenden Panzer schicken, die einfach nur Pascal und die Kinder zu bringen, zu töten. Das ist ja mal asozial von denen. Fuck. So. Das ist heftig. Also wie gesagt, Pazifisten darf man eigentlich nicht wütend machen. Oh. Gut, also die Maschinen wollen nicht aufgeben. Der wird schneller als ich. Fuck. So, okay. Links wird es natürlich nichts. So, jetzt wohl schneller aus. Schaffen wir das sogar noch? Fuck. Aber wir haben einen stabileren Engels als der. So, hole aus, hole aus, hole aus. Aber der scheint schneller zu sein als ich. Fuck. Dann muss ich früher drücken. Shit. So, dann komm mal her. So.
während er noch zu dir kommt, Pascal. Also, ah fuck, zu nah. Hol aus. Du schaffst es, Pascal. So ein Engels so fliegt. Also Pascal, mit dir soll man sich lieber nicht anlegen. Das sehen wir gerade, was passiert, wenn du wütend wirst. Scheiße, was ist jetzt mit den Kindern? Ich meine, A2 hat er jetzt noch weiter auf den Eingang verteidigt. Yeah, thanks for the assist. I fear for the children. Let us hurry to them. Ah, ich steuere hier Pascal. Aber auch nur Pascal, ich kann nur mit dem laufen. Dann hoffen wir, dass es den Kindern noch gut geht. Wurden die angegriffen? Oh Gott. Die haben sich selbst umgebracht. Scheiße. Die Kinder haben sich einfach alle selbst umgebracht. Fuck. Their own course? Hey. Killed themselves. How could this happen? Why would they do such a thing? I taught them everything. All my thoughts and emotions. I thought it would serve them well in the future. But instead, how would teaching them lead to something like this? Fear. I don't understand. I taught the children what fear is. I felt they had to know so they wouldn't rush heedlessly into danger. But instead, fear destroyed them. It caused them to take their own lives. If I knew this could happen, I never would have. Alter, was soll? Nein, das ist nicht deine Schuld. Das ist garantiert nicht deine Schuld. Pascal, du bist ein Pazifist. Wenn ich dich jetzt dort hier und jetzt dort umbringen. I cannot live with this heartbreak inside me. Initiating hacking to cut off memory circuits. Moment. Also umbringen möchte ich dich garantiert nicht. Aber deine Erinnerung aus, das ist eigentlich genauso schlimm. Du hast uns ja erzählt, dass ohne die Erinnerungen ihr Maschinen einfach ein neues Wesen seid, obwohl euer Kern gleich ist. Fuck. Und du hast eigentlich das Richtige getan. Du hast ihnen gezeigt, okay, es gibt. I cannot live with this heartbreak inside me. Du hast ihnen eigentlich beigebracht, was es bedeutet, Angst zu haben. Ich meine, aus Angst können viele Sachen geschehen, aber das ist jetzt hier das allerschlimmste Szenario. Initiating hacking to cut off memory circuits. Gut, dann lösch mal seine Erinnerungen aus. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Pod. Pascal's memories. Understood. Initiating memory deletion procedure. Alter, schau dich das mal an. Der wehrt sich noch nicht mal.
Okay, das war seine Zeit aus der Maschine wohl noch. Das war seine Angst als Maschine. Also dort habe ich ein besseres Gewissen als jetzt. I noticed something while providing support to A2. Enemy machine lifeforms have begun sharing data with each other. We'd better look into that. I'll share the data with you, so see what you can find out. Affirmative. I also have a separate report about 9S. What is it? I'll share the data. His psychological state has deteriorated to a grave level. We'd better handle that quickly, too. Agreed. Not sure what we should do, however. Agreed. Proposal. Rest, combined with data checking and maintenance. Agreed. I will make the suggestion immediately. Ja, und auch die Potze sind dann so gerotzt. Pod, where's the next resource recovery unit? Alert. NFCS failure. Speculation. Failure caused by intense combat and lack of maintenance. Near-field controls are down? Great. Proposal. Overhaul system at resistance camp. I don't have that kind of time. Alert. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devila initiate repairs at the resistance camp. Shit. Ja. Da haben wir's. Also ich werde hier jetzt den Part beenden. Ja, jetzt ist das Pascals Dorf komplett ausgelöscht worden. Fuck. Die Kinder haben sich selbst umgebracht, das ist glaube ich der härteste Schlag für Pascal. Und na gut, Pascal selber ist dann nicht mehr da. Und hat sich noch an die hasserfüllte A2 sogar noch bedankt. Na, auf jeden Fall lasse ich das mal kurz so sinken. Ich wünsche euch in dem Sinne dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.